Herzlich willkommen beim Halbfinale des Wiesbadener Lilien Cups. Viele U17-Mannschaften der großen Clubs treffen hier aufeinander. Heute sind es Rapid Wien und Bayern 04 Leverkusen. Und die Gäste aus Österreich in den weißen Trikots direkt zu Anfang erfolgreich. Dennis Pelivan mit dem 1:0 in der zweiten Minute für die Österreicher. Die Werkself schon früh geschockt, vielleicht ein bisschen irritiert, weil in diesem Moment ein zweiter Ball ins Spielfeld flog. Aber sie wollen auch gleich den nächsten Angriff starten. Der war noch nicht so erfolgreich und stattdessen setzt Rapid Wien ihr rapides Angriffsspiel weiter fort. Schöner Pass über die Bande und dann ist es Nicolas Binder mit dem 2:0. Souverän verwandelt durch ihn. Generell eine gute Stimmung hier in dieser eigentlich unscheinbaren Halle am Platz der Deutschen Einheit, wo sich vielleicht die größten Talente der Zukunft befinden. Die Werkself immer noch verlegen in dieser Anfangsphase. Das ist jetzt ein richtig starkes Dribbling und eine richtig gute Chance für Rapid in diesem Moment, aber Bayern 04 fängt sich nach diesem Fehler. Michael Eickschläger mit dem 2:1. Der macht wirklich eine auffällige Leistung heute und kann hier das erste Mal durch sein gutes Stellungsspiel punkten, nachdem Rapid das erste Mal nicht so gut aussah. Jetzt kommen sie aber wieder über die rechte Seite. Das ist Moritz Oswald. Einmal Doppelpass mit der Bande, den sie sehr gerne nutzen hier in dieser Halle. Aber dann bleibt er am Torwart hängen. Das ist wieder dieser Leverkusener Angriffsfußball, die auch sofort nach Ballverlust pressten. Die wollten unbedingt den Gegner zu Fehlern zwingen. Das war die Devise im Angriff. Und wie das so ist, irgendwann klappt es dann auch. Hier der Rückpass. Oh, der Riesenschnitzer, Michael Eickschläger. Mit dem 2:2. Er der entscheidende Mann heute bislang bei der Werkself. Macht es gut, läuft den Torwart richtig an. Er legt ihn sich einen Millimeter zu weit vor. Nick Polster, er wird sich ärgern, dass er hier dieses 2:2 einfach so geschenkt hat. Aber dann kommt die perfekte österreichische Antwort. Wieder Nicolas Binder mit einem sehr auffälligen Spiel. Aber was für ein Zuckerpass von Yusuf Demir hier. Da sieht der Leverkusener Torwart alt aus, auch weil seine Hintermannschaft nicht wirklich richtig steht. Aber das war einfach klasse gemacht. Das muss man Rapid anerkennen. Und dann der Ausgleich. Phil Kemper wieder nach diesem aggressiven Pressing. Wieder ein Fehler des Torwarts. Eickschläger auch hier wieder entscheidend beteiligt. Der macht wirklich eine sehr, sehr gute Partie und Kemper nutzt das dann aus. Dann aber der Schicksalsschlag für Leverkusen. Ausgerechnet Eickschläger geht zu hart rein. Es gibt 2 Minuten Zeitstrafe für den Mann mit der 17 und solange ist Leverkusen in Unterzahl. Und das sollte richtig, richtig wehtun. Toller Pass auf die rechte Seite und schon ist es passiert. Moritz Oswald, eine halbe Minute später mit dem Führungstreffer. Wie bitter für Leverkusen. Moritz Oswald macht das natürlich stark. Kann sich dagegen 2-3 Mann durchsetzen, die vielleicht auch hätten kompakter stehen müssen. Aber lassen wir das mal beiseite. Rapid macht das in den entscheidenden Momenten einfach geschickt. Wie auch hier. Toller Kopfball. Auch wenn er letztendlich diesmal gut pariert ist, fast die gleiche Szene nochmal. Diesmal für Demir und Leverkusen versucht wirklich zurückzukommen. Das war jetzt Brian Woschek mit der Schusschance. Aber es sollte einfach nicht so sein. Bayern 04 Leverkusen verliert das Halbfinale und so steht Rapid Wien im Finale. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.